Daria, wow, heiß. Daria, Daria, Daria. Blas das Flötending, ja? Du bist umwerfend. Das war mir so peinlich, dass ich meine Klarinette fallen ließ und von der Bühne rannte. Normalerweise kommen Sportskanonen nicht zu klassischen Konzerten. Aber hier waren sie. Ein Haufen verschwitzter Footballspieler mit einem meiner größten Auftritte des Jahres. Warum sind sie gekommen und haben mir zugejubelt? Nun, um es einfach auszudrücken, ich bin heiß. Die meisten Mädchen würden dafür töten, in meinen Schuhen zu stecken. Und soweit es mich betraf, konnten sie es haben. Mein Aussehen hat mir mehr Probleme bereitet als alles andere in meinem Leben. Und wenn du denkst, dass das total verrückt ist, dann schau weiter zu. Also, ich habe bereits festgestellt, dass ich es absolut hasse, wie heiß ich bin. Ich bin in der Schule beliebt, aber ich habe nie drum gebeten. Die Jungs halten mich für das schönste Mädchen, das sie je gesehen haben. Und alle Mädchen wollen mit mir befreundet sein. Ich musste eine Enttäuschung nach der anderen erleben. Meine beste Freundin seit dem Kindergarten war zum Beispiel ein Mädchen namens Steffi. Wir haben alles zusammen gemacht und ich dachte, wir würden Freunde fürs Leben bleiben. Aber als ich anfing, Kurven zu bekommen und viel Aufmerksamkeit zu erregen, hat sie sich verändert. Sie wurde distanzierter und wollte nicht mehr mit mir zusammen sein wie früher. Eines Tages schaute ich mir ein Video auf dem Handy an, als eine Nachricht auftauchte. Es war von Ralf, einem Typen, den sie mochte. Er sagte, dass er wollte, dass sie ihn mit mir bekannt macht. Sie antwortete, dass ich stinke, nervig sei und schnarche. Dann gab es ein weiteres Gespräch zwischen ihr und Samantha, einem Mädchen aus der Klasse, das mich hasste. Sie sagten beide schreckliche Dinge über mich. Ich konnte es nicht fassen. Ich nahm das Handy und schmetterte es auf den Boden. Hey, warum hast du das getan? Warum fragst du nicht, warum du so ein Heuchler bist? Eine Menschenmenge begann sich um uns herum zu versammeln. Ich wäre nicht so weit eskaliert, wenn sie nicht an meinen Haaren gezogen hätte. Niemand fasst meine Haare an. Also schickte ich sie gegen die Wand. Oh Mann, totaler Zickenkrieg. Wir wurden beide zum Direktor geschickt und für eine Woche suspendiert. Meine Mutter war entsetzt. Was hast du dir dabei gedacht, dich zu prügeln? Du wirst deine perfekte Haut ruinieren. Was ist, wenn du eine Narbe bekommst? Das wird deine Karriere ruinieren. Was dann? Wie werden sich ein paar Narben auf meine Karriere als Musikerin auswirken? Musiker? Du wirst das Familienunternehmen weiterführen. Du wirst Model sein. Ich will kein Model werden. Du kannst doch nicht deine ganze Schönheit vergeuden. Du brauchst wirklich nicht zu arbeiten. Mit Klarinette spielen kannst du deine Rechnung nicht bezahlen. Aber weißt du nicht, wie viel Millionen du mit deinem Gesicht und deinem Körper machen kannst? Ich weiß nicht, warum du nicht wie deine Schwester bist. Sie hat gerade einen großen Job in L.A. bekommen, reist in Privatjets und hat schon so viele Prominente getroffen. Und du? Du gehst zu Klarinettenkonzerten. Komm schon, Kind. Das macht doch keinen Sinn. Ich nickte mit dem Kopf und ging. Bei so viel Unwissenheit in der heutigen Welt hätte ich dankbar sein sollen, dass meine Familie bereits eine erfolgreiche Karriere für mich vorgesehen hatte. Meine Mutter hatte eine Modelfirma von ihrer Mutter geerbt, die versprochen hatte, dass wir sie über Generationen hinweg weiterführen. Von klein auf kontrollierte sie mich also, was ich trug, aß und frisierte mich. Alles. Ich hasste es und das Musizieren war die einzige Möglichkeit, Frieden zu finden. Während ich auf meinem Bett saß, war ich mit Millionen von Gedanken beschäftigt. Ich war 15 und wenn ich mein Leben jetzt nicht in die Hände nahm, was würde dann aus mir werden? Ich beschloss, dass ich mich bemühen würde, mich so hässlich wie möglich zu kleiden, damit mich alle für ein normales Mädchen halten. Nachdem meine Suspendierung vorbei war, ging ich in Schlabberhose mit einem übergroßen T-Shirt zur Schule. Und wisst ihr was? Die Jungs ließen mich immer noch nicht in Ruhe. Am nächsten Tag versuchten einige Mädchen es mir nachzumachen, indem sie dasselbe Kleidungsstück in der Schule trugen, weil sie dachten, das sei jetzt Mode. Ich war so überwältigt, dass ich in der Mathestunde zusammenbrach. Ich legte meinen Kopf auf das Pult, damit niemand bemerkte, dass ich weinte. Und nach dem Unterricht stand ich erst wieder auf, als alle weg waren. Nun, zumindest dachte ich das. Irgendwie war der Lehrer, Mr. Davis, immer noch da. Hey Diara, warum weinst du? Alles. Du kannst mit mir reden. Ich werde dir helfen. Ich beschloss, ihm alles zu erzählen und er schien Mitleid zu haben. Es tut mir leid, dass du das durchmachen musst. Wenn du mal einen Ort brauchst, an dem du dich während des Mittagessens vor den Schülern verstecken kannst, kannst du herkommen. Wirklich? Ja.
Ich war erleichtert, dass ich einen Ort hatte, an dem ich vor diesen dummen hormonellen Teenagern flüchten könnte. Aber das löste die meisten meiner Probleme nicht wirklich. Denn in dieser Woche erzählte mir meine Mutter, dass sie mein erstes Fotoshooting mit einem Top-Fotografen gebucht hatte. Mein Haus, meine Regeln. Entweder du hältst dich daran oder du kannst auf der Straße schlafen. Meinte sie das ernst? Also schluckte ich es wie ein großes Mädchen und machte das blöde Fotoshooting in einem gepunkteten Bikini. Ich musste stundenlang in verschiedenen Positionen posieren und meine Augen taten weh. Ich ging wütend nach Hause und noch wütender in die Schule. Ich war nicht bereit für das, was auf mich zukam. Hey Babe, du siehst wirklich heiß aus in diesem Bikini. Warum trägst du ihn nicht mal in der Schule? Ja, Diara, du bist ein heißer Feger. Warum hörst du nicht auf, die Unnahbare zu spielen und bist einfach meine Freundin? Hey Süße, kann ich ein Autogramm haben? Wie konnte nur mein Bild durchsickern? Ich rief sofort meine Mom an. Mom? Jeder in der Schule hat die Bilder vom Fotoshooting. Oh ja, davon wollte ich dir schon lange erzählen. Wir haben eine Instagram-Seite für dich eingerichtet. Gutes Marketing. Du hast schon 10.000 Follower. Das habt ihr gemacht, ohne mich zu fragen? Ich muss dich nicht fragen, du bist meine Tochter. Sei auf jeden Fall vor 5 zu Hause. Du hast heute Abend noch ein Shooting. Ich legte auf und konnte vor Wut kaum noch atmen. Ah! Anstatt in meine Klasse zu gehen, ging ich zu Mr. Davis' Zimmer und fing an zu weinen. Hey, worüber bist du denn jetzt traurig? Ich konnte ihm nichts erklären, also verließ er den Raum, um mir Privatsphäre zu geben. Nach einer Stunde hatte ich mich etwas beruhigt. Ich beschloss, mit meiner Aufgabe anzufangen, aber ich hatte mein Federmäppchen zu Hause vergessen. Ich ging zu Mr. Davis' Schreibtisch, um einen Stift zu holen. Und als ich nachsah, bemerkte ich, dass er auf seinem Computer einen Ordner namens Diara hatte. Ich öffnete den Ordner. Oh nein, da waren diese Bikini-Bilder. Warum speichert der alte Mann meine Bilder? Ich fühlte mich verraten. Er war genau wie alle anderen. In diesem Moment kam er herein. Du bist ein ekelhafter alter Mann. Ich dachte, ich könnte dir vertrauen. Wovon redest du? Warum sind meine Bilder auf deinem Computer gespeichert? Er stand schockiert da, während ich aus dem Zimmer marschierte. Ich ging zum Unterricht und hatte einen wirklich schrecklichen Tag. Dann ging ich nach Hause zu meiner Mutter, damit ich zum zweiten Fototermin ging. Sie begrüßte mich und sah aufgeregt aus wie ein Kind, das zum ersten Mal Eiscreme bekommt. Schau dir deine Insta-Seite an. Die explodiert ja förmlich, aber sieh dir das an. Sie öffnete meine Direktnachrichten und da war eine Nachricht von Dolce und Gabbana, die mich baten, für die Kleider zu modeln. Die meisten Mädchen bekommen eine solche Gelegenheit nicht, weißt du? Mama, ich weiß, aber ich will das wirklich nicht machen. Ich werde auch nicht zu diesem blöden zweiten Fotoshooting gehen. Ich ging in mein Zimmer, schloss die Tür ab und begann mit meiner Klarinette zu spielen. Sie hämmerte an die Tür und ich ignorierte es. Am nächsten Tag war in der Schule zunächst derselbe Unsinn, aber nach dem Mittagessen holte mich der Direktor aus der Klasse. Er brachte mich in sein Büro und Mr. Davis war mit meiner Mutter da. Was ist hier los? Diara, du hast mir keine Chance gegeben, es zu erklären. Ich habe dein Bild aufgehoben, weil ich mich für dich einsetzen wollte. Kinderarbeit ist in diesem Land nicht legal. Man kann nicht gezwungen werden, gegen seinen Willen zu arbeiten. Sie haben die Bilder meiner Tochter gespeichert, sie kranker Mann. Sie sind eine kranke Frau, weil sie mit 15 Jahren zum Modeln zwingen. Aber, bitte hört auf zu streiten. Miss Taylor, wir sind sehr besorgt um Diaras Wohlbefinden. Sie ist eindeutig nicht glücklich und man kann sie ihnen wegnehmen, wenn sie sie zur Arbeit zwingen. Diara, möchtest du uns deine Gefühle erklären? Ich möchte nur dafür geliebt werden, wer ich bin und nicht dafür, wie ich aussehe. Ich möchte nicht mein ganzes Leben lang nur nach der Form meiner Kurven oder danach beurteilt werden, wie mein Lächeln ist. Was passiert, wenn ich alt werde? Du wirst eine Tochter haben, die das Geschäft übernimmt. Mama, ich bin nicht glücklich. Als wir an diesem Abend nach Hause kamen, hatte sich meine Mutter ein bisschen beruhigt. Sie erwähnte weder das Model noch Instagram. Sie sprach ihre bisherigen Ideen einfach an. Hey, willst du eine Weile bei der Mutter deines Vaters auf dem Land leben? Ja, ich muss da nicht zur Schule gehen, während ich dort bin, oder? Nein, ich denke, du brauchst eine Pause von all dem hier. An diesem Wochenende fuhr ich zu meiner Oma und blieb 2 Wochen lang bei ihr. Es war das Erfrischendste, was ich je erlebt hatte, weil niemand da war, der über mein Aussehen urteilte.
Ich konnte Klarinette üben, während ich im Gras saß und in den Himmel schaute und hatte überhaupt keine Sorgen. Als es an der Zeit war, nach Hause zu gehen, hätte ich weinen können. Ich packte meine Sachen und sie riefen ein Taxi. Als wir zu Hause ankamen, trug ich mein Gepäck zur Haustür. Aber das Haus war leer. Es gab nur Fenster, Wände und Böden. Das war alles. Mama? Diane? Ist hier jemand? Ich versuchte, sie auf dem Handy anzurufen, aber sie ging nicht ran. Ich ging in mein Zimmer und alle meine Sachen waren da. Da fiel mir was ins Auge. Auf meinem Bett lag ein Umschlag mit meinem Namen. Ich öffnete ihn und sah einen Brief. Liebe Diare, es ist klar, dass du die Vision der Familie nicht unterstützt. Wir sind nach L.A. gezogen, weil deine Schwester dort eine Möglichkeit hatte, unser Geschäft zu erweitern. Ich habe das Haus verkauft, aber ich habe deine Sachen dagelassen, damit du sie sortieren kannst. Wenn du willst, kannst du zurück zu deiner Großmutter ziehen. Aber wenn du es dir anders überlegst, kannst du als Model arbeiten und bei uns anfangen. Oh, ich war nicht mal verärgert. Ich schnappte meine Sachen und rannte dem Taxifahrer hinterher. Er brachte mich direkt zum Haus meiner Oma und endlich lebe ich meinen Traum.